Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Evolved mit dem Danger. Hallo, ich reiß alles ein. Meine schönen Wände. Na komm. Das konnte man irgendwie, ich sehe das gerade. Du hast praktisch unten sowas wie zwei Kanten. Aber irgendwie verstehe ich nicht, wann die Kante richtig sitzt, weil man es halt nicht erkennt, da so leuchtet das Ding. Das ist die Problematik. Aber wenigstens die Tür hat er jetzt richtig umgesetzt. Das finde ich doch schon mal gut. So, jetzt sehe ich es falsch und jetzt... Alter, komm, diese Logik, ey, immer von diesen Spielen, weißt du? Da muss das alles nochmal weg. Ja, weißt du, was das Schlimme bei manch anderen Sachen ist, wenn du so baust? Du drückst links Maustaste, dann setzt es grob, ne, und dann kannst du es noch drehen. Aber hier geht das irgendwie nicht. Ja, eben. Wie hast du aber schon in der Reihe gebaut, ne, irgendwie. Ja. Verstehe ich nicht hier. Muss ich die Ehe selber erstmal herstellen? Ha, den hat er jetzt richtig. Klar, jetzt finde er natürlich unter Wall nicht mehr. Jetzt muss ich Wand suchen. Holzwand, Schild, Holzwand. Ach, schon wieder kein Holz mehr. Was? Hier haben wir auch keins mehr. Nein! So, den hat er jetzt richtig gesetzt. Genau. Wenn man das mal erkennen würde hier in dem... Ja, mit Rechtsklick, yep. Da wählst du den wieder ab. Aber er erinnert sich schon, wenn... Hä, und dann macht er das aber so? Ich hab den noch an den hinteren gesetzt, dann denke ich eigentlich... Warte mal, da muss es umgedreht sein. Muss ich den... Jetzt hat er den hinteren. So, warte mal. Jetzt ist das der. Ah, okay. Du musst den zu dir ziehen. Du siehst, dass er sich immer ein Stückchen ändert, ne? Wenn du das... Okay, ja, das habe ich jetzt raus. Aber warte, hier musst du da noch eine Tür hin. Ach so, nee, warte, ich dachte hier vorne, hier. Ach nee, hier, genau. Da hinten haben wir eine, hier eine passt. Gut, dann kann aber hier... Hast du noch eine Wand? Eine kann hier noch hin. Nee. Wobei, eigentlich finde ich auch hier vorne noch in der Mitte hier wäre auch noch gut. Dass man halt zu drei Seiten. Dass man zu drei Seiten rauskommt. Also das Teil. Naja, ich gehe Holz suchen. Wand. Eine kann ich. Nee, warte mal, jetzt muss ich ja mit der Tür, ne? Wie heißt das? Aber bevor ich es vergesse, ich gehe nochmal kurz da hinten nach Trilobites gucken. Mache ich erstmal ganz normal. Die kann man nämlich immer gebrauchen. Und mir fehlen... Fehlt ja eigentlich nur Stroh. Oh, Stroh hätte ich noch genug gehabt. Boah, weißt du was? Ey, die Leitern hier, die sind ja voll kacke. Ja, aber Treppen gab's nicht, ne? Nee, aber schräge. Muss man vielleicht mal gucken. Bloß kriegen wir hier nicht mehr rein, so richtig. Oder wenigstens in die unteren Etagen. Oh, da ist schon wieder ein Hai. So, das Hallo, heißt... Hallo, Hai. Verdammt, hier gibt's wieder nix. So, und jetzt noch zweimal mit Tür. Trilobites werden selten. Holztür und wie heißt Holztürrahmen? Okay, da fehlen mir Fasern. Die haben wir doch auch noch hier unten. Geronimo! Bam! Müssten wir genug da haben, ja. Hä, aber nicht hier in der Kiste. Dann habe ich schon wieder alles leer gemacht. Oder haben wir das vielleicht noch hier in der Workbench, also im...
Nee. Schmidti. Doch, hier sind nur 41. Mal sehen, ob die reichen. Wie heißt denn der Schmidti jetzt? Ja, oh, da muss ich gleich mal gucken. Das interessiert mich doch jetzt. Werkbank. Oh. Räucherschrank. Siehst, hab ja gesagt, das ist ein Räucherschrank. Ja, sag ich doch. Verfeinerungsschmelze. Drehbank, okay, ja. Ja, manchmal ist das schon... Ja, lassen wir das. Ne? Mörser. Aber hier die haben sie nur Mörser genannt. Da fehlt noch die Schale. Der Mörser ist ja nur hier dieses Teil. Wassertank. Mittelgroßes Beet. Ah, hier haben wir eigentlich Kompost. Ah, da haben wir noch ein bisschen Dünger. Fertilizer. So, weißt du, was das Schlimme ist, wenn man das Spiel die ganze Zeit auf Englisch spielt und es plötzlich Deutsch ist? Ja, du suchst dann komischerweise doch schon so ein paar Sachen, ne? Obwohl es eigentlich unsere Sprache ist, aber ja, lassen wir das. Hey, ich merke gerade, mit dem Agi kann man doch ganz gut Holz farmen. So ein bisschen Volumen hat er schon. Treibhauseffekt. Wir müssen gucken, ob wir da irgend so eine Konstruktion drüber bauen können, über diesen Garten. Machst du dir jetzt echt Gedanken über die globale Erwärmung? Nee, ich will ja das provozieren, den Treibhauseffekt für unsere... Oh, verdammt. Für unsere Beete hier. Jetzt fliegt er aber ganz langsam. Ach so, da ist ein Fenster. Da geht's natürlich nicht rein. Boah, ey. Ey, wenn du hier an der Leiter stehst und du drückst dann, während du da dran bist, irgendwas anderes, dann springt er wieder runter. Voll blöd. Realismus. Jawohl, oh nee. Holztürrahmen zweimal. Okay, so viel zum Thema, er kann viel tragen. Ah, jetzt geht's. Aber eine Steintür gibt es nicht, ne? Doch. Es gibt sogar Metalltüren. Ja, bauen wir später hier noch. Richtigen Bunker. Wir müssten auch so langsam mal wieder Narcotics und so einen Scheiß machen, ne? Dass wir auch irgendwann mal wieder, ne, falls wir so einen zweiten Argentavis sehen. Ich hab die schon lange nicht mehr gesehen. Wir wollten ja auch irgendwann mal Richtung Höhlen gehen und so. Okay, ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß, wo welche sind. Eigentlich müssen wir noch einen Heli-Landeplatz machen. Dann oben aufs Dach. Genau, das machen wir auch. Also eigentlich... Auch nichts mit aus... Doch nichts mit Aussichtsturm, wir setzen da jetzt ein Dach drauf und da können wir dann mit dem Agi landen, ne? Na, wir können ja hier in dem Viereck also nur mal eine Plattform machen und dann machen wir hier diese zwei, machen wir dann ein Türmchen dran. Weißt du? Dass man dann auch hier vielleicht direkt den Treppenaufgang hat dann zum Landeplatz. So, die Türen hast du dich eigentlich von draußen immer dran gesetzt? Oh, weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee, die hatte ich von innen. Also die eine hatte ich von innen eben. Übrigens, ich habe dir ein bisschen Holz da gelassen. Hä, hey, habe ich hier an... Ich habe eine verstärkte Tür gebaut, oder? Mhm. Das ist doch eine andere, als wie du unten hast. Aber hey, so viel zum Thema mit Stroh brennen die Fackeln nicht lang. Da ist immer noch Zeug drin. Aber es ist Tag, wir könnten die mal wieder ausmachen. Ja, wir brauchen definitiv Strom. Ah, da fehlt Stein. Obwohl, ne, die hier unten sind schon aus. Zum Glück tut er sich nicht weh, wenn ich von oben runter springe. Warte mal, ach nee, da fehlt noch eine. Ja, du hast hier echt eine verstärkte Tür gebastelt. Ja, dann machen wir das gleich überall. Ja, ich fange schon mal wieder an, Decke zu bauen, ne? Hier soll jetzt kein Stockwerk mehr nach oben kommen, ne? Nee, nur noch Decke drauf und das war's dann. Weil dann... Obwohl doch eigentlich eine Leiter müssen wir noch hinmachen. Nee, halt, verdammt. Hier noch keine Decke drüber. Es fehlt ja noch ein Stock. Ja, natürlich. Stock. Also eine Höhe. Eben.
Damit wir auch Platz haben, sonst rennen wir uns die Köpfe ein. Machen wir so zwar schon, aber... Aber ein Dings können wir trotzdem... Ich habe schon wieder kein Holz mehr. Das müsste oben noch liegen, wenn du... Nee, hab ich eben schon eingesammelt. Achso. Nee, aber was wollte ich sagen? Doch, eine Leiter können wir noch hinsetzen. Wie gesagt, oben wegen... Wohl, eigentlich kannst du dann auch hier runter. Nee, da kommst du ja nicht mehr hoch. Ne? Wenn der Anki dann da oben geparkt wird. Agi, nicht Anki. Ich fang... Hast du vorhin was gesagt? Aber die Türen, die hängen irgendwie blöd drin, ne? Diese verstärkten? Ja, ja, da siehst du voll einen Spalt. Aber die sehen wenigstens mal... Geben halt so ein bisschen Kontrast. Weißt du, später werde ich unten alles durch Stein ersetzen. Dass du so unten so ein Fundament hast und dann oben geht das Holz los. Und dann passt das wieder. Gott, wie schnell auch diese Bäume down gehen. Ein Gremm-Steintürrahmen. Ich tue mal hier ein bisschen Holz rein, weil ich jetzt mal gucken will, wie viel Steine ich brauche dafür. Oh mein Gott, mir fehlen Fasern. Haben wir noch welche? Bestimmt. Fasern, ich glaube, ich habe noch welche. 35. Aber sonst nicht mehr. Ja, obwohl, warte mal, ich glaube, das hat sich erledigt. Guck mal, wir können auch hier parken. Kannst du auch landen. Ja, aber wir müssen ja trotzdem noch eins hoch, ne? Brauchen wir ja so oder so dann noch Fasern. Ja, aber nee, ich meinte jetzt wegen Leiter nach oben. Ach so. Wir können den Anki... Ach, Anki... Ach, Mann! Ja, Anki... absteigen ist doof. Oh ja, könnte sein, dass du runterfällst. Warte, ich setze dann noch ein paar Decken nebendran. Genau, warum eigentlich noch eins hoch? Also, warum oben die Plattform machen? Ich setze da einfach noch ein paar Decken dran, dann haben wir da unseren Heliport. Da oben soll ja auf jeden Fall noch ein Zaun dran. Gibt's sowas überhaupt? Ja, ja. Gibt es. Holzdecke. Jetzt bereue ich es doch nicht, dass ich sie noch gebaut habe. Null, zack. Mach dir doch lieber oben drüber. So, jetzt haben wir unseren Heliport. Mir ist heiß. So, Freund Agi, hier oben ist dein neuer Stammplatz. Ah, da geht die Tür auch kaputt. Doof. Hm. Ja klar, kann die nicht hängen bleiben, wenn die ja natürlich keine Angel hat, ne? Ach, verdammt, so weit gehabt. Wo hab ich sie? Hier, genau, auf der 8. Kiesel? Was ist denn Kiesel? Flint, das ist ein Kiesel. Wir haben keine Fasern mehr. Oh Gott. Njom, 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 njom. Ja, Durst hat er wieder. Wo du sagst, könnte ich auch mal. Anki, dein Einsatz. Wir müssen mal Fasern farmen gehen. Abreißen. Bam. Und dann kriege ich eine Narko-Berry. Bäre. Beere. Wach. Ja, jetzt geht's los. Lassen wir das. Ach toll, da bin ich zu Fuß schneller. So. Ups, halt, hier habe ich jetzt die Tür. Ja, in dem Steinrahmen passt die Tür aber gut rein.
So, ich habe schon wieder so viel Zeug dabei. Ich muss hier mal ein bisschen aussortieren. Wo ist dann hier der Kiesel? Oh nein, das war falsch. Ah, verdammt. Stroh behalte ich, das bisschen Holz behalte ich auch noch. Haben wir hier irgendwo eine sonstige Kiste? Bestimmt. Buildings. Ach, hier ist sogar noch ein Holz von drin. Holzgehweg. Holzfalltür. Hier ist sogar noch ein bisschen was drin. Joa. Überall. Also bei den Buildings, da ist nur einiges drin. Ach so, Tür muss ich auch machen. Drehbank. Fabricator ist jetzt die Drehbank. Ja. Ja, wo dreht sie denn hin? Ja, wo dreht sie denn hin? Und wo sie hindreht? Sehen wir dann... Ui, da kommt ein Danger geflogen. Verfeinerungsschmelz ist aber immer noch voll die Härte, ey. Das auf jeden Fall. Schmelzofen hätte es auch getan. Eigentlich schon, aber wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Aber wie es weitergeht, sehen wir in einer der nächsten Folgen. Und wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Haut darin, bis dahin. Tschüss.